Stalker. Ein Problem bekannt aus der Promi-Welt sowie aus unser aller Alltag. Besessene, die kein Nein als Antwort akzeptieren können. Sie sind erschreckend einfallsreich, wenn es darum geht, Kontakt zu dir aufzubauen. Und eine Sache ist sicher: Sie werden den Kontakt bekommen, wenn sie es wollen. Prominente Persönlichkeiten werden von so vielen Menschen geliebt, aber manchmal kippt diese Liebe und Bewunderung in geradezu krankhafte Besessenheit. Und das kann in einer Tragödie enden. Theresa Saldana war eine Filmschauspielerin in den 80ern. Sie spielte unzählige Rollen, aber eine davon führte zu einer ganz und gar unerwarteten Folge. Ihr Auftritt in dem 1986 gedrehten Film Defiance erregte die Aufmerksamkeit von Arthur Richard Jackson, einem Schotten. Von nun an drehte sich sein gesamtes Leben um Saldana, bis er eines Tages beschloss, es wäre an der Zeit, in die USA zu reisen. Jackson zeigte daraufhin, wie weit ein Stalker bereit ist zu gehen. Er engagierte einen Privatdetektiv, um an die Telefonnummer von Theresa Saldanas Mutter zu gelangen. Als er anrief, gab er sich als Assistent des Regisseurs Martin Scorsese aus und bat um Theresas Adresse, um sie für eine bevorstehende Rolle kontaktieren zu können. Die Mutter gab ihm die Adresse und Jackson brach sofort auf. Arthur Richard Jackson litt unter starken Wahnvorstellungen. Er glaubte, es wäre seine Bestimmung, Theresa zu treffen und dann umzubringen. Sobald er anschließend verhaftet und über ihn die Todesstrafe vollstreckt worden wäre, würden sich beide im Paradies wiedersehen und für immer zusammen sein. Als Jackson das Anwesen von Theresa Saldana erreicht hatte, versteckte er sich dort so lange, bis sie plötzlich auftauchte. Er attackierte sie umgehend, wobei er mit einem großen Jagdmesser so lange auf sie einstach, bis mehr als 10 Stiche ihren Körper verletzt hatten. Ein Pizzalieferant in der Nähe hörte Theresas Schreien und eilte ihr augenblicklich zur Hilfe. Er überwältigte Jackson und Theresa wurde schnellstmöglich ins Krankenhaus gebracht. Nach einer 4-stündigen Operation und anschließendem 4-monatigen Krankenhausaufenthalt wurde sie entlassen. Sie hatte die schreckliche Begegnung überlebt, obwohl Jackson so fest zugestochen hatte, dass sich die Klinge des Messers verbogen hatte. Später nahm Saldana eine Rolle an, in der sie ihr Erlebtes nachspielte. Jackson hatte sich mit dieser Aktion indessen eine Freikarte in die Psychiatrie verdient, in der er später an Herzversagen starb. Jacksons Strategie, einen Privatermittler einzusetzen, inspirierte auch einen neuen Stalker, Robert John Bardo. Rebecca Schäfer war eine weitere Schauspielerin, der etwas Erschreckendes bevorstehen sollte. Mit ihren 21 Jahren war ihre Schauspielkarriere gerade so richtig in Gang gekommen. Zum Beispiel spielte sie in der 80er-Jahres-Sitcom My Sister Sam, wodurch sie viele Bewunderer bekam. Einer davon war der 19-jährige Robert John Bardo, der Schäfer geradezu besessen anhob. Er hatte sogar einen Schrein von ihr in seinem Wohnzimmer. Er unternahm viele Versuche, Schäfer am Set von My Sister Sam zu besuchen, aber sie wandte sich stets von ihm ab. Also versuchte er es mit Briefen. Vielen, vielen Briefen. Aber irgendwann änderte sich sein Verhalten abrupt, nämlich in dem Moment, als Schäfer eine neue Rolle angenommen hatte, in der sie bei einer Bettszene mit einem anderen Mann zu sehen war. Bardo war außer sich vor Wut. Er glaubte, Schäfer wäre nun zu einer weiteren dieser Hollywood-It-Girls geworden, die ihr Geld lieber durch Skandalauftritte und das Zeigen nackter Haut verdienten. Also entschied er, dass sie für ihr Fehlverhalten bestraft werden musste. Auch er engagierte einen Privatdetektiv, gelangte so an Schäfers Adresse und reiste nach Los Angeles, wo er an ihrer Haustüre klingelte. Als sie öffnete, zeigte er ihr eine Autogrammkarte, die er einige Zeit zuvor als Briefantwort erhalten hatte. Daraufhin begann eine unangenehme Diskussion, die schließlich damit endete, dass Schäfer ihn bat zu gehen und nicht wieder zurückzukehren. Bardo verließ das Anwesen wie gewünscht, hatte jedoch keinerlei Absicht, fernzubleiben. Einige Zeit später unternahm Bardo einen neuen Versuch. Als er diesmal zu Schäfer aufbrach, hatte er eine braune Papiertüte bei sich. Er klingelte und die Tür ging auf. Die Antwort, die er bekam, beschrieb er später als kalten und abwertenden Gesichtsausdruck. Er zögerte keinen Moment und zog eine Pistole aus der Papiertüte, zielte auf Schäfers Brust und drückte ab.
Dann floh er und Rebecca Schäffer wurde kurz nachdem sie ins Krankenhaus gelangt war, für tot erklärt. Als Bardo geschnappt wurde, fand man ihn hilflos im Straßenverkehr umherirrend. Er gestand die Tat und sagte der Polizei auch Rebecca Schäffers letztes Wort. Warum? Jeder Schüler kennt das. Es gibt diese eine Lehrerin oder diesen einen Lehrer, den man attraktiv findet. Doch für eine amerikanische Lehrerin führte diese ansonsten harmlose Zuneigung zu einem wahren Albtraum. Ming-Seng Xiu war ein Psychopath. Bereits in jungen Jahren beschrieb ihn seine Mutter als gewalttätig und rücksichtslos. Ihm fehlte die Fähigkeit zur Empathie und während seines weiteren Lebens war er immer öfter in kriminelle Machenschaften verwickelt. Während seiner Highschool-Zeit jedoch entwickelte er wachsende Zuneigung für seine Lehrerin, Mary Stopher. In seiner Freizeit fantasierte er von ihr und schrieb Geschichten, in denen sie vergewaltigt wurde. Doch solche Aktivitäten befriedigen kein Raubtier für immer. Eine lange Zeit verging, genauer gesagt 15 Jahre, seit er in Mary Stophers Klassenzimmer gesessen hatte, als er auf einmal damit begann, ihren Verbleib zu recherchieren. Er beginnt sie zu stalken und im Mai 1980 begegnet er Mary Stopher schließlich, als sie gerade mit ihrer 8-jährigen Tochter Elizabeth ein Geschäft verlässt. Sofort bedroht er die beiden mit einer Pistole, fesselt sie und verfrachtet sie anschließend in den Kofferraum seines Autos. Xiu fährt nach Hause, doch die beiden machen unterwegs so einen Krach, dass er anhalten muss, um für Ruhe zu sorgen. Als er dies tut, nähert sich ein kleiner Junge, angelockt durch den Lärm. Auch dieser landet umgehend im Kofferraum des Autos. Auf späterer Strecke hält Xiu erneut, zieht den Jungen aus dem Kofferraum und prügelt ihn mit einer Eisenstange zu Tode. Zu Hause angekommen wurde Tochter Elizabeth in einer kleinen Kiste eingesperrt, während Mary die meiste Zeit in einer Besenkammer untergebracht wurde. Irgendwann begann er, sie an ein Möbelstück in seiner Wohnung anzubinden und vergewaltigte sie regelmäßig. Als er eines Tages auf der Arbeit war, gelang Mary die Flucht aus der Besenkammer. Sie rief die Polizei über Xius Telefon. Die Polizei kam und rettete die beiden, fast 2 Monate nachdem sie ursprünglich gekidnappt wurden. Xiu konnte verhaftet werden und im anschließenden Prozess gelang es ihm noch, ein Messer mit in den Gerichtssaal zu schmuggeln. Während Mary gerade dabei war, ihre Aussage zu machen, attackierte er sie auf einmal und schnitt ihr die Hälfte des Gesichts auf. Es brauchte 62 Stiche, um die Wunde vollständig zu nähen. Xiu sitzt zurzeit und für den Rest seines Lebens im Gefängnis. Die Chancen stehen überraschend hoch, dass jeder von uns, auch du, einmal eine Stalking-Situation erlebt. Dem National Violence Against Women Survey, einem Verband gegen Frauenkriminalität zufolge, erleben 1 von 12 Frauen und 1 von 45 Männern eine Stalking-Situation am eigenen Leib. Für den Fall, dass auch du gerade in einer solchen Situation steckst, habe ich einige hilfreiche Links in die Beschreibung unten gesetzt, die dir helfen könnten. Ich rate euch dringend, falls ihr glaubt, in einer derartigen Situation zu stecken, schaut sie euch einmal genauer an. Und falls du schon mal in einer solchen Situation warst und das Ganze überstanden hast, teile doch einfach deine Geschichte unten in den Kommentaren. Man kann nie wissen, ob du nicht auch jemandem hilfst, der gerade was ganz Ähnliches durchmacht. Das war's für dieses Mal und wenn ihr ab jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann zeigt mir das Ganze einfach mit einem Abo und wir sehen uns nächstes Mal wieder hier in der Schwarzlichtzone. Bis dann, ciao!